Hallo zusammen, wir haben den 5. Juni, es ist 17:30 Uhr DAX-Time, Mittwoch. Also, man sieht es hier auf den ersten Blick, dass die Bänder, und damit fange ich an, die gehen deutlicher zusammen. Die sind jetzt zwischen 18.000, ich runde jetzt mal leicht, 900 und 14.440. Das ist nicht besonders viel, das ist sogar schon weniger, als wir hier hatten Anfang Mai. Wir haben auf dem unteren Band aufgesetzt, es kurz, und zwar am Dienstag kurz durchboten und schließen dann wieder innerhalb des Bandes. Völlig in Ordnung, einmal die Range ausgenutzt. Wir haben es heute am Mittwoch nicht geschafft, die 20-Tage-Linie bei 18.664 zu sehen. Das ist aber erstmal gar nicht weiter schlimm. Das heißt, wir sind wieder zwar in der unteren Hälfte des Bandes, aber davon im oberen Bereich. Also von den Bändern her habe ich nichts, außer dass wir das vielleicht 5, 6 Tage, Handelstage hier nochmal so ein bisschen rüberziehen. Aber der Markt steht davor, diese Seitwärtsphase zu beenden. Im Moment kann ich nicht sagen, ob nach oben oder nach unten. Da hängt auch mit Sicherheit morgen eine Menge an der EZB. Überall lese ich, da sei eine Zinssenkung fest eingepreist. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe mal bei mir auf Facebook nachgefragt und da war es also so, dass von 50 Leuten haben 30 gesagt nein und 20 ja. Also ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich würde da nicht jetzt einen Fünfer drauf wetten, dass die morgen die Zinsen senken. Sehe ich einfach noch keine Handhabe für, sagen wir es mal so. Unabhängig davon stabilisiert sich hier, ich mache es mal ein bisschen hoch, stabilisiert sich hier das MACD. Lang, kurz, fehlt morgen noch ein kurzer. Die Stochastik ist nach oben gerichtet, aber ohne brandaktuelles Signal. Von daher ist für mich dieses 38er, was wir jetzt hier 1, 2, 3 Mal gesehen haben und mit Schlusskurs nicht unterboten haben, ist nach wie vor die erste wichtige Marke, gefolgt nach wie vor von diesem Bereich von 16.240 zu 16.264, der Verbindung aus diesem alten Doppeltop und dem 50er Retracement. Und nach oben haben wir nichts anderes als das All-Time-High. Tja, also heute hier und jetzt vermag ich das nicht zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass auch bis morgen 14:30 Uhr ist, glaube ich, dass da gar nichts Wildes passiert. Die werden kurz nach 2 Uhr alle ziemlich nervös werden, hin und her machen. Ich habe keine großen Positionen, hängt auch damit zusammen, dass ich ab Freitag dann oder vielmehr ab Sonntag in Urlaub gehe. Aber meine Position ist momentan, das ist noch TUI und dann habe ich noch Alibaba und RWE habe ich auch gekauft. Da liege ich aber ein bisschen hinten, glaube ich. Müsste, ja, liege ich ein bisschen hinten. Was habe ich sonst noch? PayPal. Die waren sehr schön gestern und heute lassen sie wieder ein bisschen nach. Das ist schwierig. Gucken wir mal ganz kurz auf die 4 Stunden. Na komm her. 4 Stunden hier. Mit Blick auf die 4 Stunden sind wir ziemlich genau in der Mitte der Bänder. Ja, da ist keine echte Aussage, aber die 18.700 ist ganz klar ein Widerstand. Den durchbrochen bringt uns nochmal erneut zum All-Time-High. Auf der Unterseite bietet sich diese 18.340 an. Das ist einmal, zweimal gesehen, aber da müssen wir auch wenigstens eine 4-Stunden-Kerze drunter schließen. Von der Technik keine Aussage, ist gar nichts. Auch das wird morgen eher kommen nach 14:30 Uhr. Blick auf die Stunde. Mittwochs mache ich das ja immer ein bisschen kürzer, also auch die kurzen Zeiteinheiten. Tja, wir haben hier einen Doppelboden, so um den Bereich 18.340, 45 rum, den haben wir, ja, schön. Ist also auch eine gute und eine bemerkenswerte Unterstützung auf dem Weg runter zu 18.260, zu 40 runter. Die Bänder nehme ich im Stundenbereich nicht so ernst, habe aber auch hier, genau wie gerade eben auf 4 Stunden, die 18.700 als Widerstand. Darüber aktiviert das All-Time-High, das alte. Aber im Moment hier auch, es ist einfach ein Warten auf morgen. Das muss man einfach so sehen. Ich glaube, ich gucke da morgen früh gar nicht rein. Das hat nämlich überhaupt keinen Sinn. Von der Technik her ein bisschen negativer. Wie gesagt, das ist die Stunde. Das ist bis heute Abend um 22 Uhr ist das hier schon ein bisschen tiefer alles wieder und von daher eher leicht positiv. Also, als Summe würde ich sagen, der Markt der hält sich ausgezeichnet. Das muss ich wirklich sagen, hält sich richtig gut. Kann er das hier weiterhin als Sprungbrett nutzen? Die 18.415, 18.400 kann er machen. Der darf auch mal 20 Punkte drunter, muss aber dann auf der Tages- bzw. 4-Stunden-Sicht wieder drüber sein. Der hat durchaus die Chancen, nochmal das alte hochzusehen. Und ihr wisst ja, was passiert, wenn ich dann ab Freitagnachmittag im Urlaub bin und dann für 10 Tage, dann gibt es eh Wolle. Meistens. Im Februar war es nicht so.
Also von daher habe ich jetzt auch die Scheine mal ein bisschen geändert, weil jeder guckt auf die EZB. Und zwar die meisten sind die gleichen, lediglich hier, den habe ich geändert. Das ist jetzt ein 19.030er. Den habe ich ein bisschen näher ran gemacht. Der 19.030er ist allerdings nur dafür gedacht, wenn wir hier unter die 18.300 und sagen wir mal 65 gehen und dort schließen mit wenigstens einer 4-Stunden-Kerze. Dann ist der gedacht. Ansonsten habe ich einen, der ein bisschen weiter weg ist, 19.320. Ich habe wieder zwei verschiedene Emittenten genommen für die Scalable und für die Trade Republic User von euch. Ich muss hier nichts aufmachen. Für mich ist das insbesondere auf Tagessicht hier nach wie vor sehr neutral. Kein echtes, frisches, neues Signal. Und deswegen muss ich mich jetzt hier nicht exponieren. Da soll es Christine morgen mal was sagen. Mal gucken, was dann da passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.